herzlich willkommen. Darf ich und Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Endstand 1:0. Der Gästetrainer Jens Hertel. Jens, herzlich willkommen erstmal zurück. Hat das erste Wort. Dein Fazit bitte zum Spiel. Ja, Glückwunsch zu sagen, fällt mir natürlich schwer. Weil das, glaube ich, für uns ein ganz bitterer Moment war, dann so 3 Minuten vor Schluss mit einem Standard dann auch hier noch diesen Punkt zu verlieren. Ich glaube, meine Mannschaft hat heute das beste Auswärtsspiel gemacht in dieser Saison. Ja, wir hatten ein bisschen zu tun, um reinzukommen ins Spiel, die ersten 10 Minuten. Da haben wir natürlich auch ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Da hatten wir 1, 2 Ballverluste, wo Hansa schon den Pfostentreffer hat und in Führung gehen kann. Aber ich glaube, dann sind wir gut im Spiel gewesen, hatten eine gute Umschaltsituation, ganz klare Chancen, auch in Führung zu gehen. Zweite Halbzeit haben wir es, glaube ich, noch mal ein Stück weit dominanter gemacht. Und dann ist es halt ärgerlich, kaum was zugelassen und dann kriegst du halt 3 Minuten vor Schluss halt diesen Standard. Der gehört halt dazu und das ist halt für uns extrem ärgerlich, aber so der Mannschaft, so in der Art und Weise kann man keinen Vorwurf machen, außer dass wir halt aus der Vielzahl der Möglichkeiten eben leider kein Tor gemacht haben. Wenn wir hier, glaube ich, in Führung gehen, können wir das Spiel auch gewinnen. So sind wir jetzt sehr, sehr enttäuschter Verlierer dieser Partie. Danke. Danke. Alois, dein Fazit bitte. Ja, erstmal ein Hallo und wir sind eigentlich gut reingekommen ins Spiel und das, was wir in den letzten beiden Spiele nicht gut gemacht haben, da haben wir auch den Fokus mal drauf gelegt, um wieder richtig gut ins Spiel reinzukommen und ich denke mal, die erste Halbzeit haben wir richtig viel investiert, hatten auch gute Möglichkeiten und Abschlüsse und ich denke, dass ja auch die erste Halbzeit klar an uns geht. Wir hatten eine Möglichkeit zugelassen im Umschaltspiel, wo wir auch dann mal Glück hatten. Aber ich glaube, die erste Halbzeit waren wir wirklich präsent und haben das Tor ganz gut bespielt. Die zweite Halbzeit, vielleicht haben wir dann schon in der ersten Halbzeit ein bisschen übergepaced. Da sind wir nicht so mehr reingekommen. Braunschweig hatte mehr den Ball, hatte auch mehr unsere Box bespielt. Es waren dann noch zahlreiche Eckbälle und einmal hat man richtig Glück. Da trifft, glaube ich, Griesbeck den Ball mit dem Kopf nicht richtig. Und wir machen dann aus dem Standard das 1:0 und wenn man das Spiel heute zusammenzählt, sind wir heute mit Sicherheit der glücklichere Sieger insgesamt, weil ich denke, hier wäre ein Pari gerecht gewesen. Dankeschön. Danke, Alois. Zeit für eure Fragen, wenn es denn welche gibt, reicht wie immer ein kurzes Anzeichen. Johannes Weber von der Ostsee-Zeitung, einmal hier vorne. Ja, hallo Herr Hertel, willkommen zurück. Wie war für Sie der Empfang hier heute? Wie haben Sie das so wahrgenommen? Ja, das war sehr, sehr angenehm. Ich glaube, wenn man dann so auf dem Platz läuft und alle erheben sich und applaudieren, dann registriert man, dass man dann in den 4 Jahren nicht alles falsch gemacht hat. Na, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Jens, dir und Ronny und natürlich Eintracht Braunschweig, alles Gute, kommt gut nach Hause. Alles dir nochmal Glückwunsch und uns allen ein schönes Wochenende. Dankeschön.